Das Märchen von der guten Reichen. Es war einmal die hyperreiche Erbin Clara Elisabeth von Bonzenstein. Sie schwamm in Prunk und Geld. Doch inmitten all ihres Reichtums wusste sie einfach nicht, was sie noch mit ihrem Vermögen anfangen sollte. Sie war einfach zu sorgenfrei. Wann immer sie mit ihrem Vermögensberater telefonierte, teilte dieser ihr mit, dass sich ihr Reichtum trotz der gesellschaftlichen Krise konsequent vervielfachte. Eines Tages bemerkte sie auf einem ihrer unbeschwerten Spaziergänge eine seltsame Notiz. Plötzlich schien ihr alles klar. Sie fand es ungerecht, dass ihr Reichtum auf der Ausbeutung der Arbeit anderer beruhte. Es müsse Schluss sein mit »Wer hat dem Witt gegeben?« Sie verstand, es müsse heißen »Wer hat, der gibt«. Wie in einem Wachtraum verkündete sie die Botschaft an die Gesellschaft und forderte auch andere Reiche zum Zurückgeben auf. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.